Hallo Lorch, von einer Stelle, die nicht jeder kennt, aber hier in Lorch ist einer der größten Mammutbaumwälder, die es in Deutschland gibt. Ja, hier ist er. Hier sind die höchsten Mammutbäume, die es gibt. Also die höchsten, die meisten. Hier ist der Mammutbaum und ich habe ganz besondere Beziehung zu Mammutbäumen. Ich bin in Welsheim bei den Wellingtonien aufgewachsen und habe immer Mammutbäume umarmt. Ich kenne natürlich auch in Bruckober die Mammutbäume. Und hier, jetzt sind wir bei den Wellingtonien, hier in Lorch. Und wenn ich manchmal mit meinen Freunden hier war, die sagten dann immer, wow, ist das ein schöner Ort, ne? So. Hier euer Mammutbaum, also euer Mammutbaumwald. Ich bin gern hier, also heimlich war ich ja schon immer ein Lorcher und nun ist es halt endlich an der Zeit, dass ihr einen Bürgermeister bekommt, der sich mal wieder um eure Angelegenheiten kümmert, der nicht aus der Fremde kommt, kein Beamter, sondern ein Naturmensch, der mit euch da ist. Aber man wählt ja normal niemanden vom eigenen Ort. Ich bin auch nicht vom eigenen Ort. Warum wählt man niemanden vom eigenen Ort? Ja, weil man niemanden aus der Seilschaft will. Man will eine neutrale Person und ich bin eine neutrale Person. Deswegen als Natur- und umweltbewusster Mensch bitte ich um die Gemeinde Lorch, um eure Stimme, dass ich euer Bürgermeister werde. Der Bürgermeister mit Herz, mit euch gemeinsam möchte ich Lorch zu einer noch tolleren Gemeinde führen. Wenn ich frage, was braucht ihr? Nix. Eigentlich fehlt euch nichts. 2-3 Zebrastreifen mehr, ein bisschen mehr Internet, die Kleinigkeit erholen wir uns alle. Also jetzt, Lorch ist super aufgestellt und jetzt kommt der Feinschliff und wir bereiten uns auf eine glorreiche Zukunft vor. Gemeinsam stellen wir Lorch in den nächsten Jahren neu auf. Auch wir machen natürlich Lorch weltweit bekannt mit Thomas Hornauer. Mit einem prominenten Bürgermeister werden Dinge möglich, die man sich vorher nicht mal mehr erahnt hat. Ne? Arnold Schwarzenegger ist ja auch Gouverneur geworden. Warum soll ich nicht nach der 7. Mal euer Bürgermeister sein? Ne? Also, am Sonntag wählt Thomas Hornauer. Ich freue mich, wenn ich euer Bürgermeister sein darf. Es ist mir eine große Ehre.